Hey, wie geht's euch, Freunde? Es gibt diese Tage bei Amazon, wenn du da richtig aufgestellt bist als Händler, machst du mehr Umsatz als andere Händler im Monat. Einer davon ist der Prime Day, es gibt aber noch weitere. Deswegen mache ich speziell dieses Video hier, um zu sagen, was sind diese vier Verkaufsevents, von denen ich gesprochen habe, und natürlich, wann genau sind sie im Jahr, plus 6 Schritte, wie du dich vorbereitest, um aus diesem Verkaufsevent das Maximum rauszuholen. All das in dem Video, damit geht's jetzt los. Starten wir hier vorweg mit der Frage, warum sollen wir uns eigentlich vorbereiten auf dem Prime Day? Hier ein paar Zahlen für dich. 300 Millionen verkaufte Produkte letztes Jahr, 100.000 verkaufte Produkte pro Minute entspricht das. Wahnsinn, also da glühen die Drähte bei Amazon. Die Kunden wissen, dass es zu sparen gibt und die stürzen sich auf die Webseite, ohne vielleicht wirklich zu warten mit den nötigen Einkaufen, sondern einfach, weil sie Spaß haben, Rabatte nutzen zu können. Kaufen vielleicht viele Dinge, die sie gar nicht geplant haben. Hier ein paar Gewinner aus Amerika vom letzten Jahr. Laneige und New Face in der Beauty-Branche. Apple Watch Series 7, also die letzte Apple Watch, und das ist wirklich eine große Sache. Apple ist überhaupt nicht dafür bekannt, Rabatte zu geben, weil sich die Produkte von alleine verkaufen. Die geben vielleicht gerade Rabatte, wenn sie ein Nachfolgergerät angekündigt haben, und bevor es in den Markt kommt, wird die letzten Wochen die alte Ware abverkauft. Dass die dran teilnehmen, zeigt, wie bewusst Apple die Wichtigkeit vom Amazon Prime Day ist, aber es zeigt, dass wirklich querbeet über den Amazon-Katalog Marken, die absolut davon profitieren. Und das sind eben nicht nur die großen Marken, sondern auch kleine. Und 3 Milliarden US-Dollar Umsatz haben die kleinen Unternehmen auf Amazon im letzten Prime Day gemacht. Also du kannst wirklich erwarten, die umsatzreichste Zeit in dieser Periode zu haben. Und da sprechen wir nicht nur über den Amazon Prime Day, wir sprechen auch über den Prime Fall Day, weil Amazon wiederholt das Event nochmal später im Jahr. Außerdem hast du Black Friday und Cyber Week. Alle Techniken, die ich dir heute vorstelle, solltest du anwenden auf all die wichtigen Verkaufsevents, um bestens auf diese Nachfrageexplosion vorbereitet zu sein. Und das ist der Prime Day zuerst, Mitte Juli klassischerweise, der Prime Fall Day Mitte Oktober, der Black Friday Ende November und die Cyber Week Ende November, und zwar direkt im Anschluss an den Black Friday. Ich habe jetzt hier exakte Daten weggelassen, weil zum Oktober-Event stehen noch gar keine Daten fest. Das Video will ich auch so ein bisschen universell halten für die Zukunft. Deswegen, hier hast du die Daten zum Orientieren und ganz genau kannst du es googeln oder bekommst es bei den Amazon-Events im Seller Central angezeigt, wenn es soweit ist. Und wir wollen hier uns wirklich um die Maßnahmen kümmern, die du starten solltest, um vorbereitet zu sein, um den größten Umsatz mitnehmen zu können. Und das ist Schritt Nummer 1, natürlich Rabatte, weil es ein Rabatt-Event ist. Und da hat Amazon für dich ein paar Tools. Wenn du im Seller Central klickst auf Werbung, dann siehst du Angebote, du siehst Coupons, exklusive Prime-Rabatte und Werbeaktionen. Wir gehen hier auf jeder einzelne ein und wir starten direkt mit exklusiven Prime-Rabatten, und die sind so genial, die richten sich nur an die Amazon Prime-Kunden, die die Mitgliedschaft haben. Dort werden sie aber massiv beworben, du siehst es in den Suchen, du siehst es auf der Artikelseite, du siehst es an weiteren Plätzen, und die Kunden bekommen es prominent angezeigt mit einem Streichpreis, dass hier ein Rabatt winkt. Und deswegen kannst du über die Funktion direkt schon mal extra Aufmerksamkeit und extra Umsatz erwarten. Genau das Richtige an so einem Tag. Coupons bieten sich an, wenn du das Ganze vielleicht auch selber bewerben willst und einen Coupon an deine Zielgruppe rausgeben möchtest. Alle Amazon-Kunden sehen es aber auch nochmal extra, weil die Coupons haben eine Extra-Seite in der Navigationsleiste auf Amazon.de, und Kunden klicken gezielt dahin und finden solche Produkte deswegen auch sehr interessant. Werbeaktionen sind gut, und speziell für Produkte, von denen du weißt, dass Kunden typischerweise mehr als eine Einheit kaufen können. Weil da kannst du Staffelpreise anbieten, da kannst du Preisnachlasse oder Bündel anbieten. Wenn Leute eine gewisse Anzahl kaufen, bekommen sie nochmal Rabatt, und alles, was Verbrauchsgüter sind oder alles, was Leute zum Beispiel gerne als Geschenke kaufen und davon vielleicht
vielleicht mehr als eins. Dafür lohnt sich das, den Kunden schmackhaft zu machen, doch ein paar mehr gleich mitzubestellen und noch einen Rabatt einzukassieren. Angebote, das letzte hier in der Reihe, aber meiner Meinung nach das Wichtigste, was du nutzen solltest, das sind die bekannten Blitzangebote, die nur für ein paar Stunden gelten an dem Tag oder 7-Tage-Deals. Und persönlich bevorzuge ich die 7-Tage-Deals, weil die einfach länger angezeigt werden. Und Amazon promotet das Ganze, deswegen sehr, sehr interessant, gerade für solche Verkaufsevent, die auch länger als ein Tag sind. Das heißt zwar Prime Day, aber es ist ja typischerweise eine Reihe von Tagen aneinander. Und da bist du mit den 7-Tage-Deals super aufgestellt. Du hast außerdem sehr viele Varianten. Du kannst einen bestimmten Betrag runtergehen, du kannst prozentweise runtergehen, du kannst da wirklich sehr individuell deinen Rabatt gestalten. Und wenn du im Seller Central genau auf diese Werbeform klickst, dann bekommst du zusätzlich die wichtigen Daten angezeigt. Wenn ich hier im Moment drauf klicke, sehe ich hier, dass mir Amazon eine Deadline anzeigt, einen letzten Termin, für den ich Angebote für den Black Friday und den Cyber Monday übermitteln kann. Und zwar ist das aktuell der 6. Oktober. Am Monatsende ist es dann erst, also man muss wirklich hier im Voraus planen. Und genauso dem Prime Fall Event im 4. Quartal. Die Angebote dafür muss ich bis zum 1. September eingereicht haben. Der Prime Fall Event, der ist glaube ich Ende September typischerweise. Und wenn du die wichtigen Daten suchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Gleichzeitig sind die Blitzangebote und die 7-Tage-Deals die anspruchsvollste Werbeform, dem die meisten Bestimmungen, du siehst hier die ganze Seite voll. Den Link zu dem Dokument bekommst du angezeigt, wenn du eine der beiden Werbeformen anbieten willst. Und du siehst hier zum Beispiel, deine Verkaufshistorie auf Amazon muss mindestens 3 Sterne aufweisen. Die Verkäufer müssen mindestens 3,5 Sterne haben und so weiter. Noch mehr Anforderungen gibt es für Nicht-Prime-Angebote, also für die Selberversender. Die Rate der verspäteten Lieferung darf nicht 4% übersteigen, der Rate der Mängel darf nicht über 1% liegen, Stornorate nicht über 0,5%. Also die wollen wirklich gucken, dass sie hier nur mit Verkäufern und Produkten zu tun haben, die wirklich gut funktionieren für die Kunden. Kommen wir zum Punkt 2. Schritt 2 ist, den Lagerbestand zu erhöhen. Und deswegen plane deine Anlieferung 4 Wochen im Voraus. Mein bester Tipp, du hast gerade gesehen, wenn du die Angebote einreichen willst, hast du eine Frist. Du musst die Wochen im Voraus eingereicht haben, damit sie Amazon einsetzt. Das Gleiche ist im Lagerbestand. Wenn du zu lange wartest, riskierst du, dass deine angelieferte Ware nicht mehr rechtzeitig eingelagert wird. Deswegen, wenn du dich auf so ein Event vorbereiten willst, plane deine Ware 4 Wochen im Voraus anzuliefern. Dann weißt du auch wirklich, dass sie verfügbar ist. Und wer da wirklich sicher gehen will, keinen Umsatz zu verpassen, hier im Schritt 3, FBM aus dem Zwischenlager hinzufügen. Ja, du kannst gleichzeitig, wenn du den Versand über Amazon nutzt, bei deinem Artikel als zweite Option noch FBM einrichten, also den Eigenversand aus deinem eigenen Lager. Viele von euch schicken einen kleinen Teil ihrer Ware an Amazon und um Lagerkosten zu sparen und als Puffer haben sie den Rest der Ware noch irgendwo anders gelagert, bei einem anderen Lagerhausanbieter oder vielleicht in den eigenen 4 Wänden. Und wenn du solche Ware hast, dann kannst du die auch noch für den Selbstversand parallel hinzufügen. Wenn deine Ware aus dem Amazon-Lager auf 0 läuft, weißt du, Amazon verkauft weiter und du verschickst dann einfach selber. Ich hoffe, die Tipps sind bisher hilfreich für dich. Wenn dem so ist, bewerte es gleich. Lass ein Like da, klick den Like-Button unter dem Video und weiter geht's. Schritt Nummer 4 ist, das Listing zu optimieren. Sollte wirklich ein absolutes Muss sein, um dich auf so ein Verkaufsevent vorzubereiten. Wenn du es eine Weile nicht gemacht hast, schau dir jetzt nochmal an, wie sind deine Bilder, wie sind deine Titel, wie sind deine Stichpunkte, hast du alle notwendigen Suchbegriffe oder haben sich da neue Daten ergeben? Mach auch eine Konkurrenzanalyse und schau, auf welchem Level deine Konkurrenz ist. Du willst nicht darunter sein, du willst vielleicht auch nicht weiter drüber sein, du willst vielleicht ein bisschen über deiner Konkurrenz stehen und dich auch noch absetzen in den Bildern, absetzen im Titel, um wirklich eine Alternative für die Kunden zu bieten.
dann weißt du, dass dein Listing herausstechen wird. Schritt Nummer 5 ist die Werbung nochmal anzuschauen. An diesen Tagen, zu diesem Verkaufsevent, kannst du mit deutlich mehr Klicks, mit deutlich mehr Käufen rechnen. Das heißt aber auch, dass dein Werbebudget, was vielleicht für einen normalen Tag ausgelegt ist, schnell aufgebraucht ist und dann ist deine Werbung weg. Also gerade für solche Verkaufsevent solltest du dein Werbebudget deutlich erhöhen, um mehr Klicks machen zu können, um mehr zu verkaufen. Auch hier solltest du nochmal über deine Werbekampagnen gehen. Schau, welche Keywords nicht effizient sind. Schau, welche Keywords die Verkäufe machen und schalte bestimmte Suchbegriffe ab und erhöhe das Budget bei denen, die sich lohnen. Schritt Nummer 6 und der letzte Punkt, das ist Marketing. Hier kannst du wirklich überlegen, ob du das Verkaufsevent selber aktiv bewirbst. Einmal natürlich auf deinen eigenen Social Media Kanälen, die du für deine Marke hast. Kündige an, dass du teilnimmst. Kündige deinen Kunden an, dass hier extra Rabatte lohnen für Leute, die wiederkommen, für Kunden, die deine Produkte kaufen. Und dann schickst du Traffic auf deine Listings, aber du kannst auch neue Kunden einsammeln. Vielen Kunden ist bewusst, dass sich zu diesem Zeitpunkt besonders Schnäppchen und Rabatte anbieten und du musst nicht auf der Amazon-Seite anfangen, Werbung zu schalten. Du kannst auch draußen anfangen, zum Beispiel mit Videos auf TikTok, mit Videos auf Instagram und gerade dort und authentischer als einfach eine Werbeanzeige sind einfache UGC-Videos, das heißt User-Generated Content, das heißt Videos, die von Plattformnutzern, von TikTok-Nutzern selber kommen und solche kannst du buchen. Ich habe hier mal UGC und German in die Suche auf Fiverr.com angegeben und dass du jede Menge kleine Influencer, die dir Videos aufnehmen zu deinem Produkt und eine Botschaft überbringen, zum Beispiel, was an deinem Produkt cool ist und dass jetzt gerade zum Prime Day ein großer Rabatt winkt. Und solche TikTok-Videos können schnell 10.000, 50.000, 100.000 Views bringen, viel besser als eine Werbeanzeige. Und auf Fiverr bist du schon bei 10 bis 20 Euro dabei. Das heißt, falls das noch komplett neu für dich ist, fürs nächste Verkaufsevent ist deine Chance, das auszuprobieren. Hey, ich hoffe, du fandst die Infos hilfreich. Wenn dem so ist und noch nicht abonniert bist, dann mach's jetzt. Klick auf Abonnieren und auf das Glockensymbol. YouTube lässt sich immer wissen, wenn ein neues Video von mir kommt. Zum Schluss lese ich immer noch einer von euren Kommentaren vor. Der kommt heute aber von @fblbeimarkus on Telegram. Wenn du das liest, solltest du eigentlich schon misstrauisch werden und der bei massiv vielen von euren Kommentaren darauf geantwortet, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Also, erstmal soll es jedem klar sein, dass das nicht mein Nutzername ist hier auf YouTube. Und die Kommentare habe ich alle gelöscht, aber ich bin relativ machtlos, weil die kommen regelmäßig wieder und ich habe keine Ahnung, was die genaue Absicht ist. Ich schätze mal, Leute wie euch rauszuziehen, wie auf eine Plattform wie Telegram. Ich antworte zwar regelmäßig auf eure Fragen, aber guckt wirklich, dass es mein Kanalname ist und alle Kontaktmöglichkeiten, die ich nutze, sind sowieso immer in der Videobeschreibung. Und deswegen hoffe ich stark, dass dem keiner von euch auf den Leim gehen wird. Also viel Erfolg noch mit deinem Amazon-Business und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.